Hi Leute, willkommen zu dem Video. Das letzte Mal, dass ich eine Sendlos gebracht habe, ist locker schon ein Jahr her, oder? Ja, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ja, heute, das heißt Sendlos ist ja eher das Let's Talk Format, wenn ich drüber nachdenke. Heute will ich aber im Let's Talk Format vor allem über ein Thema reden, nämlich ein bisschen so, weshalb in den letzten Wochen eigentlich kaum Videos oder Streams kamen und wie ich mir das überhaupt gedacht habe, wie es in nächster Zeit dann so weitergehen wird. Erstmal ganz am Anfang selber gesagt, dies ist nicht das Silvester 2019 Video, das kommt nämlich erst am 31.12. hoch, wo ich einen Rückblick über das Jahr machen werde. Das wird einfach nur ein kurzes Infovideo sein, dem es halt ein bisschen einfach darüber talken müsste, was denn die letzten Wochen eigentlich so schief gelaufen ist. Ein kleiner Spoiler, das ist ganz und viel. Ja, ihr habt es ja bestimmt gemerkt, in letzter Zeit kamen eher nur relativ spärlich was an Videos und auch leider Livestreams. Lag daran, dass ich sehr in der Schule verwurzelt war und irgendwie alles andere verdrängt habe. Als nächstes habe ich irgendwie nur sehen, es war nichts unter Tag gelernt, sondern nein. Es hat leider auch noch andere Zeit mit unnötigen Sex verbracht, wie Netflix suchen und dies, das. Bin ich überhaupt nicht stolz auf, gar keine Frage. Jetzt in den letzten Tagen und Wochen habe ich mir aber immer mehr Gedanken gemacht zum Thema YouTube und Livestreams und mein Channel überhaupt. Und ich bin zu einem großen Entschluss gekommen. Zu einem ganz, ganz großen Entschluss. Und dieser Entschluss ist, meine lieben Leute, ich mach weiter mit YouTube. Yay! Voll die krasse Sache, ne? Ich denke soweit, das habt ihr aber auch nicht gedacht. Ich meine, ich fand es nicht so auf mein YouTube, aber primär, ich mach einfach weiter und es will wieder zu einer alten Route zurückkommen, die ich 2016, 2017 hatte. Heißt, ganz vereinfacht gesagt, ich mache wieder Videos. Yay! Heißt jetzt für euch, dass ich ab den 01.01.2020 wieder regelmäßig Display-Projekte machen und hochladen werde. Diese Wochenende voraufnehmen, sodass sie definitiv auch pünktlich kommen werden. Und ich gehe mal davon aus, dass das dieser auch wieder irgendwie ansatzweise zumindest klappen wird. Zumindest hoffe ich das. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass sie so irgendwie auf die Reihe bekommen, meine Videos hochzuladen, alles das vor allem eben, dass es ab dem 01.01. wieder Videos gibt, 3 Stück am Tag und Livestreams auch noch. Also das volle tolle Programm. Ihr seht es, ihr merkt es in meinen Augen, in meinem Mund. Ich bin einfach motiviert auf das Ganze. Und ich freue mich einfach, wie so ein kleines Kind drauf, Let's Plays machen zu können. Und das irgendwie auch nicht ohne Grund. Ne, denn ich hab's. Ich will einfach wieder. Ich will durchstarten, ich will mehr und ich weiß. Das ist eine tolle Sache. Hater wurden dir das denn jetzt sagen. Das sagst du jedes Jahr. Aber das geht vielleicht eine. Zwei Wochen durst lang gut, aber dann funktioniert's nicht mehr. Und da haben die Hater vielleicht in Vergangenheit Rest gehabt. Aber nicht mit den neuen Gamer Codes. Denn ab jetzt kommen Videos immer dann, wenn sie kommen sollen. Es wäre regulär. Heißt natürlich dann immer noch nicht hundertprozentig, dass jeden Tag Videos kommen. Könnte auch sein, wenn ich gerade mitten in der großen Klausurphase bin, dass da gar nichts kommt. Aber im Regelfall kommen schon Videos. Ja, das ist eigentlich auch schon die Message. Damit geht es ab dem 01.01.2020 los. Bis dahin werden allerdings keine Videos kommen. Ja, ihr habt richtig gehört, bis dahin kommen nahezu kaum Videos. Es kommt nur ein Silvester-Special am 31. natürlich, aber Silvester-Talk und ein Rückblick. Und am 24. das Weihnachtsvideo, genauso wie wir auch noch ein großes Splatoon-Turnier nächste Woche haben werden. Dazu gibt es aber am Montag eine Ankündigung. Dies ist aber eigentlich auch ein alles. Und ja, ich hoffe, ihr seid freut euch darauf, dass ich ab 2019 wieder normal Videos mache, so gut es eben geht, weil es will einfach ein Channel wiederbeleben. Das heißt auf Klick, sei es auf Hater, sei es auf alles. Ich liebe Nintendo, ich liebe mein Channel, deshalb mache ich es da weiter. Und solange das hier vom Herzen kommt, dann ist das eine tolle Sache und dann will man das. Und ich will es einfach. Und das kannst du nochmal sagen. Es freut mich wie ein kleines Kind auf die Zeit.
Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, dass wieder mal Videos kommen. Ich werde in die Videos auch wieder mehr Zeit und Schnitt und alles rein investieren. Das verspreche ich euch. Das wird ein tolles Zeit werden. Ich sage jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Falls ihr neu seid, wollte ich mich natürlich um eine positive Bewertung freuen. Das wäre eine sehr schöne Sache. Schreibt gerne mal auch ein Live-Set oder in die Kommentare, besser gesagt, ob ihr euch freut, dass jetzt wieder mehr Videos kommen. Ob ihr ihn auch verfolgen werdet oder nicht. Genau. Ich sag's jetzt mal herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.